drei Fragen an Robert Erichsen. Ihr Unternehmen metallisiert Garne und Textilien. Für welche Zwecke werden sie eingesetzt? Das hängt natürlich ganz von dem Metall ab und den jeweiligen Eigenschaften, die dieses Metall natürlicherweise mit sich bringt. Silber zum Beispiel ist der beste elektrische und auch thermische Leiter, sodass wir hier zum Beispiel in der Robotik oder Sensorik ein konventionelles Kabel, was bekanntermaßen schnell bricht, sehr gut ersetzen können mit einer leichtbauflexiblen Anwendung in diesem Segment. Des Weiteren schirmt Silber sehr gut elektromagnetische Strahlung ab. Das heißt, wir bauen zum Beispiel mobile faradäische Käfige in beliebiger Größe, worin dann zum Beispiel ein Amazon Kindle oder auch ein Satellit unter neutralen Bedingungen, sprich ohne dass das Handy bzw. die Strahlung, die das Handy eines Ingenieurs oder vielleicht auch der Router, der im Raum hängt, irgendwelche Einflussnahme auf die Testergebnisse an diesem Gerät hat. Bekanntermaßen ist Silber natürlich auch hochgradig antimikrobiell, sodass wir auch im Bereich der Wundauflagen oder Pflaster zum Beispiel viele verschiedene antiseptische Lösungen anbieten. Es kann sehr gut sein, dass Sie in der Vergangenheit oder zum jetzigen Zeitpunkt ein Produkt von Shieldex in den Händen halten, ohne es zu wissen, da wir natürlich als klassischer Halberzeugnishersteller weitaus früher in der Produktionskette involviert sind, sodass Sie davon am Ende gar nichts im Produkt sehen. Es gibt den Börsenspruch, the trend is your friend. Wie sehr passt das auf Ihre Shieldex-Hygieneprodukte? Wenn man die generelle Aussage, the trend is your friend, auf Statex bezieht, dann ist das sicherlich richtig. Denn bereits seit 43 Jahren versuchen wir stets mit innovativen Lösungsansätzen den Herausforderungen der Zukunft bzw. den aktuellen Märkten zu begegnen. Im Allgemeinen bin ich der Auffassung, dass der Mittelstand an sich daraus profitiert, dass er eben agil handeln kann und sich gerade in Zeiten der Krise natürlich auch diese Agilität zu nutzen machen sollte. Sprich, jeder hat in seinen Möglichkeiten versucht, einen Mehrwert für die Gesellschaft zu liefern. Ob das jetzt wir sind mit unseren Hygieneprodukten oder der Holzgroßhändler, der angefangen hat, Gartenmöbel zu bauen. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, der den Mittelstand auch ausmacht. Was sind die Zukunftsthemen in Ihrer Branche und wie planen Sie als Bremer Unternehmen mit dabei zu sein? Genau das ist natürlich das, was uns hier als Innovator auch täglich beschäftigt. In welcher Branche entwickelt sich der Markt, in welche Richtung? Wenn wir zum Beispiel im Medizinsektor gucken, sind wir seit langem in Projekten involviert, wo es um sogenannte smarte Wundauflagen geht. Das bedeutet, dass der Doktor im Endeffekt über sein iPad oder Tablet Vitalparameter der Wunde ablesen kann, ohne dass er tatsächlich auf die Wunde schauen muss und vor Ort sein muss. Oder im Bereich der EMV, wo wir zum Beispiel im Automobilsektor in viele interessante Projekte entwickelt sind, die jetzt in den Kinderschuhen stecken, aber dann dem Konsumenten in einigen Jahren zugänglich sind. Sicherlich ist inzwischen jedem Menschen das Thema 5G auch ein Begriff geworden. Natürlich stellt das auch die Automobil- oder die Luft- und Raumfahrtindustrie vor besondere Herausforderungen, wo wir mit unserer Expertise und dem Know-how unserer Mitarbeiter hier aus Bremen der Industrie zur Verfügung stehen.